Willkommen zurück, meine lieben Freunde der Biber da draußen, zurück in Timberborn. Wir bauen hier gerade eben unsere nächste Energieanlage, zumindest soll sie das werden. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das funktionieren wird, was ich jetzt hier gerade eben vorhabe, denn wir werden hier zum allerersten Mal drei Faulwasserquellen im Grunde miteinander vereinen. Das wird eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, behaupte ich jetzt mal. Und ja, wir werden das dann testen, so nach und nach. Wir werden also beide Faulwasserquellen nacheinander hinzuschalten, sobald wir hier das gemacht haben, was wir hier erreichen können. So, nämlich hier diese entsprechende, diesen Schwenk oder wie man das auch immer nennen möchte. Wobei ich echt mal überlegen bin, ob ich nicht vielleicht doch hier weitergehen soll, aber es wird auf jeden Fall zum Kotzen hier. Dann die Kurve zu bekommen. Nee, ich glaube, ich werde die Kurve tatsächlich eher versuchen, früher zu kriegen. Gucken wir mal. Erstmal müssen sie das jetzt hier alles bauen. Denn wir haben so langsam aber sicher wirklich einfach ein Energieproblem. Ne? Ihr seht's, manchmal sind wir bei der Energiegewinnung da, wo unser Energieverbrauch ist. Aber wir werden halt noch sehr viel mehr Energie brauchen. Wir sind schon wieder an einer Grenze. Und ich mag diese Grenze nicht. Ich möchte diese Grenze gerne aufsprengen, wenn ihr wollt. Daran arbeiten wir jetzt hier. Und genau genommen arbeiten da jetzt gerade eben daran unsere kleinen Biberbots. Und die machen diesen Job, wie ich persönlich finde, sehr, sehr gut. Und pesen hier gerade eben durch und bauen das System. So. Obwohl hier schon wieder eine ganze Menge energiearmer Lieferanten ankommt. Es ist doch mal wieder nicht zu glauben. Wieder also um die 20 Bots. Ja, okay, wieder nur noch 19, die keine Energie haben. Also es sind gar nicht so viele, ne? Es werden auch immer wieder weniger. Aber sie treten halt dann doch immer wieder in größeren Scharen auf. So, der hat jetzt auch geliefert, zieht sich jetzt hier wieder zurück. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Haben die eigentlich hier schon irgendwie mal angefangen? Nö, haben sie nicht. So, okay. Wisst ihr, was ich glaube ich tun sollte? Hier einen Wasserstandsmesser reinsetzen. Ich sollte das hier mir anschauen, wie der Wasserstand sich hier verhält. Das ist für später, glaube ich, gar nicht so uninteressant. Na also, jetzt liefern sie auch endlich hier hin. Er speichert wieder. So, PS. Also die Sache mit den fermentierten Pilzen läuft nicht so gut, wie ich gedacht habe. Meine Güte, die fressen mir die Haare vom Kopf. Im wahrsten Sinne des Wortes, glaube ich, langsam aber sicher. Okay, wir sprengen das hier weg. Sehr schön, sehr wichtig. Und dann sehen wir zu, dass wir das jetzt hier noch gleich machen. Oh, hier können wir wieder sprengen. Der Witz an der ganzen Sache ist, dass das hier ja immer noch nicht reicht. Wir müssen hier immer noch das hier wegsprengen und hier noch eine Dreiersprengung vollführen. Und auch hier muss ich tiefer sprengen. Mamma mia, muss ich hier viel wegsprengen für diese Aktion. So, jetzt haben sie hier das hier gleich gesetzt. Okay, gut. Sie sind also fast fertig an dieser Position. Dann müssen wir das hier alles wegsprengen. Da sind garantiert wieder sehr, sehr langsame Lieferanten unterwegs. Das hier haben sie immer noch nicht angefangen. Ich freue mich drauf, wenn sie endlich jetzt hier diese Sprengstoffe machen. Und so baut das jetzt hier voll fertig. Der haut natürlich ab, statt dass er das andere macht. Es ist doch nicht zu glauben. Na also. Bada bum. Das kommt weg, das kommt weg. Kann hier wieder eingesammelt werden. Also wir haben immerhin jetzt hier schon mal einen Teil der Grenze endlich gefunden. Teil. Hier liefern die noch mehr Mats. Gut. Also das hier muss noch weg. Diese gesamte Linie. Das.
Ja, dann komme ich jetzt halt dann doch auf den Trichter, dass wir sagen können, komm, mach das jetzt hier halt auch noch, ne? Die gesamte Breite. Und ich realisiere auch, dass ich hier dadurch nochmal ein paar Bäume wegmachen sollte. Die müssen, das hier muss weg, 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 weg. Dann wird mir es nachher leider leichter fallen, das alles hier zu bearbeiten. So, wir springen auch das hier noch weg. Dann müssen wir jetzt hier nochmal eine Zweiertiefe runter. Das hier kann auch nun weg, kann eingesammelt werden. Und wir springen das jetzt hier noch runter. Wir kommen voran. So, hier liefern sie jetzt da auch noch ran. Und ich realisiere gerade eben, dass ich hier diesen Weg noch weiterführen muss. Ja, mindestens bis da drüben. Hier werden wir dann die Grenze ziehen. Also haben wir zwei hier frei. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich ihm sogar eine 3 hier lasse, aber ich glaube nicht. 1, 2, 3. Also ich denke, dass 2 reichen sollten. Hoffe ich zumindest. Aber jetzt sollen sie es erstmal bauen. Oh, der ist auch schon ready. Sehr schön. Hey, cool, wir haben Raps. Mais meine ich. Wir haben wieder Mais. Das ist fantastisch. So, die Hölzer gehen langsam aber sicher wieder zur Neige. Wir waren schon bei 1800, jetzt sind es wieder weniger. Aber dafür haben wir jetzt auch schon fast hier all das hier hochgebaut. Oh, sie machen auch hier jetzt schon weiter. Interessant, interessant. Es kann gut sein, dass wir alles gleichzeitig am Ende fertig haben. Trotz Priorisierung. So, wir haben auch schon über 500 Metallblöcke. Aber die werde ich jetzt momentan noch nicht benutzen. Ich warte jetzt dann erstmal wieder, bis wir 700 haben. Denn momentan helfen die mir nicht so wirklich weiter. Bumm. Nochmal eine Sprengung geschafft. Wie seid ihr denn daran gekommen? Ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Okay, wilde Nummer. Also das heißt, dass ich den ja gar nicht mehr brauche. Ich brauche eigentlich ja nur noch die beiden da, um noch diese 3 Sprengungen jetzt hier durchführen zu können. Moment. Ich denke, dann können wir aber auch direkt hier bis da noch weitergehen. So. Aber da warte ich jetzt hier noch mit der Priorisierung. Na, die sollen das jetzt hier erstmal komplett durchziehen. Und dann muss ich gucken, wie wir die Energie nachher übertragen. Ich werde eine Menge Wasser hier verlieren im schlimmsten Fall. Ich verliere vor allem auch meine Möglichkeit, hier Wasser abzulassen. Aber ich bin am Überlegen, ob ich das dann in Zukunft dahin mache. Es wird auf jeden Fall schwierig werden, das hier zu realisieren. Wir werden Energieverlust haben für eine gewisse Zeit. Das wird richtig ätzend. Na, gucken wir mal. Wie viel Energie läuft jetzt hier gerade drüber? 23.000. Also es ist immer noch so, dass wir ein bisschen zu wenig Energie haben für das, was wir verbrauchen. Die Systeme laufen nicht auf 100%. Wie tief ist das Wasser? Wir haben noch 11 Tage. Oh, es ist nicht mehr so viel. Dass das hier halt immer noch da ist. Warum versickert das nicht endlich? Das regt mich langsam aber sicher echt auf. Naja, immerhin haben sie das Gerüst jetzt hier demnächst vollendet. Ah, ich sehe, was hier los ist. Sie sind auch teilweise jetzt hier unterwegs. Ja, das macht schon Sinn, dass sie jetzt hier unterwegs sind.
So, hier machen wir auch nochmal eine Dreiersprengung. Hier sind sie nicht unterwegs. Na, das wird doch ein Gefrickel, ich sag's euch. So, wieder hierhin. Da sind wieder mal die Könige der Langsamkeit unterwegs. Aha. Dann hier auch nochmal eine Zweiersprengung. Jetzt sind sie endlich hier dran. Halleluja, sie können es also endlich wegsprengen. Und dann muss ich gleich hier irgendwie einen Weg runterfinden. Ja, weil ich das hier ja auch irgendwie nochmal mit einem Block versehen muss. Geht ja nicht anders. Eins, zwei. Also so müssen wir auf jeden Fall hier hin. Wie komme ich jetzt gleich hier am besten darunter? Dieser Doppelschritt ist ungünstig. Es sei denn, ich mache das so. Dann kann ich hier das so runterbauen. Und dann werde ich hier diese Straße gleich nochmal ändern. Ah, Entschuldigung. Entschuldigung, ich musste gerade blöd husten. So, also dann werden wir diese Leiter dann hier gleich wieder ummodeln. Jetzt bitte irgendjemand hier dieses Dreifach-Dynamit einfach noch vorbereiten und dann kann ich es sprengen. Das wäre genau mein Wunsch. Bitte tun Sie es. Im Idealfall jetzt. Aber ich habe das Gefühl, keiner fühlt sich zuständig. Jetzt endlich. Halleluja. Also, wir sprengen das. Dann ist das jetzt hier erledigt. Wir können den hier wegmachen. Wir können den hier wegmachen. Und dann machen wir wiederum jetzt den da dahin. Ich will natürlich, dass das Zeug wieder eingesammelt wird. Da sind wertvolle Bretter dabei. Sonst habe ich wieder keine Ahnung, wo die jetzt wieder arbeiten. Hier hat auch noch keiner angefangen, hier irgendetwas zu liefern. Okay, die sind jetzt hier wieder am Start. Gut. Ich habe keine Ahnung, warum die keine Pilze da haben. Der braucht auch Rapsöl. Also seht mal zu, dass jetzt hier nochmal ein bisschen mehr produziert. Ich habe das Gefühl... Sie sind jetzt wieder hier, oder? Ja, ich sammle mal den Kram jetzt hier nochmal ein. Es ist zwar nur Rohholz, aber ich kann dieses Rohholz durchaus auch gebrauchen. Ich wette, sie sind hier. Ja, sie sind gerade eben hier zugange. Sie haben sich entschieden, dass das hier wichtiger ist. Dann lassen wir sie es kurz mal machen. Die zwei fehlen noch. Wäre cool, wenn das jetzt hier mal jemand machen würde. Ich weiß gerade eben gar nicht, ob die das von oben jetzt hier machen, aber wahrscheinlich ja, weil dann könnte ich das hier schon wegmachen. Aber gut, macht mal hier, macht mal hier. Jetzt sind sie ohnehin schon alle auf dem Weg. Ein Gebäude benötigt Arbeiter. Keine Arbeiter verfügbar. Ja, ist aber auch gerade eben nicht unbedingt notwendig. Holz haben wir ja immer noch genug. Ah, jetzt geht's hier los. Okay, wir können jetzt auch hier starten. Und hier setze ich auch mal die Priorität um 1 runter und wir starten auch das hier. Sobald wir genügend Bots haben, werden hier wieder 2 abholzen. So, können wir jetzt hier da drüben... Ne, hier sind gerade wieder sehr, sehr wenig, die arbeiten. Wir müssen also abwarten, bis sie jetzt das hier gemacht haben. Das scheint jetzt hier ihre To-Do-Liste zu sein, die sie jetzt hier abarbeiten. In der Zwischenzeit regenerieren sich jetzt hier wiederum unsere Holzmöglichkeiten. So, sehr gut.
Das hier kommt weg. Wir sammeln das so schnell wie möglich ein. Jetzt möchte ich auch, dass das jetzt hier endgültig mal einer Sprengung zugeführt wird. Ich kann sogar schon jetzt hier springen. Das hier tut auch keinem weh, wenn ich das jetzt hier schnell sprenge. Ah, hier kann ich auch schon sprengen, gut. Gut, 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 gut. Ja, was soll ich sagen? Wir kommen voran. Hier kommen wir gerade eben nicht voran. Also wir haben immer noch genügend Sprengstoff, ne? Alles andere haben wir halt nicht. Wir lassen sie, wie gesagt, jetzt hier einfach weitermachen. Das muss ja auch früher oder später gemacht werden. Und dann machen sie es halt jetzt. Das ist immer noch nicht... Ich will mal gerade mal gucken, wie tief ist denn das jetzt hier noch? Ey, überraschend tief, wenn man mal so darüber nachdenkt. Das ist überraschend tief. Na gut, macht mal hier weiter. Wir beobachten und bewerten und begutachten. Wir haben übrigens inzwischen wieder genügend Faulwasser gehabt. Also es hat sich ohne Probleme regeneriert. Ne? Wir verlieren halt wirklich nur dann Faulwasser, wenn wir hier sehr, sehr viel sprengen. Vor allem in die Tiefe sprengen. Und genau das machen wir jetzt halt einfach gerade eben. Ich muss immer noch das hier im Auge behalten. Na endlich. Darauf hatte ich schon die ganze Zeit gewartet. Hier kann ich auch noch meine Zweiertiefe sprengen. Der beliefert jetzt endlich das hier. Und damit ist diese Sprengung jetzt hier auch endlich machbar. Dann kommt das hier weg. Sie möge eingesammelt werden. Hier werde ich auch eine Dreier-Tiefe sprengen. Oder eine Zweier. Ich glaube, ich mache eine Zweier an der Stelle. Als nächstes, wie gesagt, möchte ich, dass sie das hier machen. Damit werde ich diesen ganzen Kram jetzt hier erreichen. Die Wege sind halt echt weit, die sie dafür gehen müssen. Und es gibt halt immer Roboter, die keine Energie haben. Du kannst machen, was sie willst. Manche von denen haben aber auch echt interessante Wege, die sie gehen. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders nennen soll. Außer interessante Wege. Moment, der Weg hier, der kommt auch erstmal wieder weg. Den brauchen wir nicht mehr. Das wird alles so nach und nach jetzt hier eingerissen. So, da liefern sie wieder. Aber wie gesagt, sie liefern nur. Derweil auf der anderen Seite. Nichts. Da ist nichts. Und wie sieht's hier aus? Ja, hier kamen sie auch ein gutes Stück voran. Das hier ist auch noch nicht fertig. Ich habe gerade eben einfach so viel im Auftrag, ne, dass wir eigentlich gerade eben nur noch warten können. Bis wir endlich mal ein paar Sachen abgearbeitet haben. Ah, jetzt kommen hier endlich die ersten Hölzer. Sind die denn alle? Ah, da, jetzt sehen wir mal hier so im Gesamtüberblick, wie die jetzt hier alle so anwuseln. Ich mach's mal so, dann sieht man es, glaube ich, ziemlich gut. Es ist nur sehr klein, aber man sieht es relativ gut. Wie jetzt hier einfach eine permanente Flut an kleinen Biberbots unterwegs ist und sie gehen auch teilweise jetzt natürlich noch hier hin. Mhm, kommt schon, macht schneller.
Der Weg ist nur so elendig weit. Was fehlt denn dem hier noch? Eigentlich nur jemand, der das hinarbeitet. Hier fehlen noch ein bisschen Extrakte. Hier noch ein Extrakt, zwei Extrakte, ein Extrakt, ein Extrakt. Hier fehlt noch alles, alles. Okay, bei einigen fehlt noch alles hier. So, der ist jetzt hier ready. Hier fehlt noch der Extrakt. Ja, aber nicht mehr lange. Das ist eine richtige Puzzleaufgabe. Mein Kopf ist heute irgendwie auch schon ziemlich voll. Das ist im Grunde quasi nach meinem Livestream, nach meinem Sonntags-Livestream, habe ich mir gedacht, komm, ich nehme mal ein bisschen Timberborn auf. Weil ich Bock zu hatte. Aber ich mag, dass die Birne voll ist. Ich hoffe, ich schaffe es trotzdem hier ohne unnötige Fehler. Ha, ha. Ich würde selbst Fehler machen, auch ohne. Was? Keine Aufgabe in Reichweite? Ah, ich habe hier nie gesagt, dass die hier das abholzen sollen. Moment schon mal. Das können wir ändern. Upsi. Und schon war die Aufgabe gestellt. Okay, oh, sind sie schon hier am Start. Ganz im Ernst, ich will jetzt einfach, dass sie diese blöden Sprengungen jetzt hier schnell durchziehen. Dass die Diskussion hier beendet werden kann. Ah, hier kann ich auch nochmal eine Dreier-Tiefe runtersprengen jetzt. Hier nochmal eine Zweier-Tiefe. Und jetzt seht zu, dass ihr das... Oh, die sind teilweise wirklich schon sehr schnell gewesen. Dass ihr da, die jetzt hier alle schnell beendet, Freunde. Alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fehlen jetzt hier noch. Und dann müssen sie nur noch hier runter. Kommt da schon wieder die nächste Welle? Ja, da kommt die nächste Welle. Wobei es ist bei manchen eher so ein Wellchen. Oh, hier sind sie schon. Ja, hier haben sie es gemacht. Also, sprengen. Sehr geil. Jetzt kommen halt noch die drei hier. Da fehlt noch der Sprengstoff einmal. Hier noch ein Extrakt. Und hier muss es nur noch gebaut werden. Jawohl. Da fehlt hier der Extrakt, wie gesagt. Und hier kommt der Sprengstoff. Und dann bitte irgendjemand sich drum kümmern, der noch Energie hat, um das hier voll fertig zu bauen. Meins. Leider macht er nicht sofort das hier. Der rennt lieber wieder irgendwo anders hin. Moment. Hier wurde der gerade schon beliefert mit Sprengstoff. Ich dachte, der wäre schon fertig, weil da der Biberbot ein bisschen länger dran gewurschtelt hat. Endlich. Na also, na, man sieht schon, wohin die Reise geht. Das wird cool werden, hoffe ich doch mal. Na ja, gut, ich weiß es nicht, ob es cool wird, aber es sieht auf jeden Fall dann nachher nach was aus. So, wir sprengen den da. Dann kommt das hier weg. Auch hier machen wir dann nochmal eine Zweier-Tiefensprengung hin. Die mit einer gewissen erhöhten Priorität unterwegs ist. Sonst können sie endlich diese Treppe weitermachen. Und hier bauen wir jetzt halt die Treppe zurück. Kommt da jetzt noch jemand? Man weiß es nicht. Ja doch, der macht das jetzt hier sehr gut. Bumm. Also wir beobachten jetzt erstmal wieder auf der anderen Seite, wie wir jetzt hier vorankommen. Noch gar nicht so richtig. Oh, hier das Energierad haben sie gesetzt. Oh, kacke, das ist zu hoch. Oh. Okay, Leute, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Aber das ist ja ideal.
Ich dachte, ich muss auf Dreierhöhe. Nein, das muss ich gar nicht. Okay, mein Fehler, Leute. Das ist mein Fehler. Es reicht eine Zweierhöhe. Ja, das könnte ja besser gar nicht sein. Das ist ja absolut ideal. Moment, ich sag mal, das soll jetzt alles eingesammelt werden. Also besser könnte es ja gar nicht sein, dass das eine Zweierhöhe ausreicht. Ja, hier reicht eine Zweierhöhe aus. So, okay, dann sage ich jetzt mal, sie sollen mal das Ding jetzt hier mal vorziehen. Das wäre jetzt mir jetzt auch recht wichtig. Ja, dann ist ja gar kein Thema. So, dann gehen wir nämlich hier nochmal eins runter. Und lassen die jetzt hier erstmal würsteln. Wie gesagt, ich muss jetzt halt sehen gleich, wie, wenn eines da ist, beziehungsweise wenn hier alle gebaut sind, wie sich das Wasser hier verhalten wird. Und das heißt, ich muss hier gar nicht so viel wegruinieren. Ich darf aber auch das Wasser jetzt hier gerade eben nicht verschwenden. Warte mal, kann es sein, dass das Wasser weg ist? Ja, das Wasser ist weg. Oh je, Mine. Also, wir müssen jetzt hier wieder pumpen, 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 pumpen. Pumpen, 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 pumpen. Mir fehlen jetzt hier einige Bots. Wie gesagt, ich kann jetzt dadurch, dass jetzt hier kein Wasser mehr ist, hier auch eine ganze Menge jetzt hier von denen hier verpausieren, dass die woanders arbeiten. So, ihr seht hier, die Probleme haben sich dadurch jetzt hier jobtechnisch erstmal in Luft aufgelöst. Und jetzt gucken wir mal, wie die das jetzt hier machen. Ne? Die sammeln jetzt hier alles ein, die bauen das jetzt hier alles sofort. Genau, das große Wasserrad ist gleich so weit. Da fehlt nicht viel. Nur ein bisschen Rohholz noch. 3 Rohholz. 6 Bretter. Ja, die Bretter sind sogar schon zuerst da gewesen. Na komm schon. Also momentan haben wir hier eine Höhe von maximal 32. Wäre jetzt cool, wenn es jetzt jemand hier vollenden würde. Aber ich ahne, dass dieses so letzte Rohholz mal wieder von so einer Transportschnecke, ich wette, das ist er, wieder beliefert wird. Ich ahne es doch. Ich rieche es, Freunde. Das ist doch jetzt schon sicher. Wir setzen deswegen jetzt hier nochmal da einen hin und dahin und dahin und dahin. Ne, Dinge, die getan werden müssen. Diese hier. Ich glaube tatsächlich, dass ich hier diese Kurve mir dadurch sparen kann, weil ich die Energie hier gar nicht mehr hinbekomme. Ich lass mal nur die hier. Nur die hier. Und die sollen jetzt hier erstmal die hier machen. Dann sehen wir mal, wie viel Energie dadurch entsteht. Wenn es denn dann demnächst der Fall ist. 5,7 Tage immer noch Faulwasserflut. Mann, 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 Mann. Das ist nicht zu glauben, ey. Wie lange der braucht. So, hier ist immer noch genügend Wasser drin. Ich kann den hier momentan nicht wegreißen, ne? Das ist das Problem, solange hier so viel Wasser drin ist und ich noch so viel Wasser brauche. In der jetzigen Dürre wäre das sehr schwierig. So, du machst jetzt hier 678 PS, ein bisschen weniger als die Dinger da. Jetzt gucke ich mal, was passiert, wenn ich dich hier zuschalte. Na, wir beobachten jetzt mal, wie sich das Wasser verhalten wird. So, jetzt läuft es hier runter. Es ist auf einen halben Meter angestiegen und sogar noch ein bisschen mehr.
Das hat ja auf jeden Fall ordentlich eine Beschleunigung bewirkt. Und wir müssen jetzt beobachten, was das jetzt hier für dir bedeutet, weil es scheint auf jeden Fall hier sie zu bremsen. Aber nur für kurze Zeit. Wir müssen halt jetzt massiv beobachten, was das Ding jetzt hier veranstaltet. Machen wir das hier auch mal hin mit einer erhöhten Priorität. Wobei es hier relativ früh absackt, vielleicht hat es auch gar keine Bewandtnis. Aber es wäre eine Katastrophe, wenn dieses Faulwasser sich jetzt hier rüber ergießen würde, ne? Das wäre nicht gut. Okay, hier, wie gesagt, bei 75 cm. Es ist aber wieder gefallen. Es ist das zweite Rad da. Ich muss bloß gucken, ob dieses zweite Rad dabei irgendeine Bewandtnis hat. Sieht aber nicht so aus. Okay, warte mal. Wir machen jetzt hier mal ganz schnell das hier weg. Und ich will sofort dieses Rad drin haben hier mit maximaler Priorität. Ja, wir haben jetzt gerade eine Menge Energie verloren. An die 4000. Aber wir wollen ja schließlich auch wieder mehr gewinnen dadurch. So. Wäre jetzt cool, wenn das jetzt hier jemand schnell bauen würde. Also, wie gesagt, wir werden jetzt beobachten, wie hoch jetzt hier dieser Wasserstand ist. Aber ich glaube, der geht nicht viel höher hier. Viel entscheidender ist, was hier passiert. Aber es ist bei 75 cm geblieben. Jetzt öffnen wir den Kollegen noch zusätzlich. Und beobachten, was das jetzt hier bedeutet. Wir sehen auf jeden Fall, dass jetzt hier der Wasserstand wieder heftig nach oben schießt. Aber sich auf einem hohen, stabilen Niveau hält. Die hier werden dadurch natürlich wieder ein bisschen zurückgedrängt. Auf jeden Fall ist hier unten eine Menge Faulwasser. Man sieht das jetzt hier schon. Also hier oben scheint das keine große Relevanz zu haben. Die haben sich jetzt hier, so wie es aussieht, auf einem höheren Niveau angepasst. Das hier ist jetzt bei 92, 93, 94 cm. Hier ist es höher als hier. Es darf halt nur nicht höher werden als hier. Wir werden beim nächsten Mal sehen, ob meine Versuche, die ich woanders gemacht habe, hier Früchte tragen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Adieu.